Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unseren Bohrer hier hochgebracht und ihr seht schon, es leckt wieder. Wir haben gerade mal 9 FPS wieder an der Station. Das ist der pure Horror und so groß ist die nicht mal. Aber wir haben hier unseren Bohrer. Und ich bin dafür, dass der jetzt abdockt und sich mal Richtung Boden begibt. Sobald wir eine gute Connection haben zur Bodenstation oder zur normalen Station. Ja, perfekt, genau, das hätte ich gerne. Dankeschön. So, und jetzt heißt es abdocken. Bedeutet, oh ne, warte, wir warten kurz, bis der sich ausdreht, der dreht sich wieder. Und dann schauen wir, dass der Bohrer hier schön Sachen bohrt. Und die Ressourcen wieder auf die Station bringt, damit wir Teile bauen können. Um in der Zukunft weiterzukommen. Und hier ist unsere kleine Transportkapsel. So shit. Was haben wir? Ein Inline-Fachlager. Ah ja, stimmt, da sind die Sachen drin. Haha. Süßes kleines Ding. Süßes kleines Ding. So, okay. Jetzt aber. Bremsen. Stopp. Halt, stopp. Reicht jetzt. Ich will mich abdocken, Leute. Hallo. So. Abdocken. RCS aktivieren. Antenne ausfahren. Eine Antenne schon mal. System ist abgedockt. Antennen werden ausgefahren. Rakete dreht sich retrograde. Schub wird aktiviert. 19 Zündungen, das sollte doch noch locker reichen. Tschüss, Station. Alter, wie die durchrauscht. Schauen wir, dass wir eine schöne Landestation finden. Da vorne wäre es eigentlich relativ schick. Da haben wir X und dann versuchen wir da irgendwo zu landen. Sollten auch meine FPS dann langsam zurückkommen, nachdem die Station. Alter, das ist ein riesiges Segelschiff einfach. Geil. Okay, Schiff ist aber gut ausgerichtet noch. Gut, wie lange hält denn der Strom noch circa in dem Ding? Die Centauri Beta, die hat noch Strom für 2 Tage. Perfekt. Dass wir danach schön hier ausfahren können, alles. Alter, die Bohrer. Warum haben die Wasser? Sag nicht, dass die Bohrer Wasser zum Kühlen brauchen. Das wäre ja der Horror. Warum? Oh oh. Oh, wir haben vom FPS. What the fuck? Dieses Feeling auf einmal, sobald die ausgeblendet ist. Huh. Wieso habe ich das Gefühl, ich habe echt aus Versehen Wasserbohrer mitgenommen? Das wäre so typisch. Da kann ich es ja nirgends lagern, weil ich habe ja nicht mal Wasser irgendwo. Jetzt warten wir mal. Klack. Ja, vor uns ist. Aber wir haben eine gute Verbindung noch zur Station. Gegenboost ausführen. Brr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 r
glaube, das ist eine ganz coole Sache. Und jetzt haben wir Vollburst. So. Jetzt kann ich doch bestimmt hier. Geil, es funktioniert sogar wieder. Das funzt wieder. Oh, es wird genau. Oh, genau wieder am Krater. Geil. Vorsichtig, dass wir ein bisschen weiter weg vom Krater kommen, weil da wird es relativ schräg sein, obwohl wir eh... Ist das Nebel? Auf dem Mond? Oder schaut das bloß so aus? Ich hoffe mal, das schaut bloß so aus. Oberfläche in 1000 Metern. Bremsung wird eingeleitet. Meter. 500 Meter. The leg is real. Woo. 60 Meter. 40 Meter. Touchdown. RCS und SS aus. Geil, wir sind gelandet. Nice. Bei denen hatte ich ein bisschen sogar Konzern, weil er einfach, sagen wir mal, ein bisschen komplexer ist. So. Jetzt fahren wir alles aus. So, alles wird ausgefahren, bis aufs... Minimalste oben, die Paneele auch noch. Die habe ich nicht total übersehen, schon wieder. Hoppala. Gut, ich habe echt, weil da Wasser drin ist, habe ich irgendwie das Gefühl, als ob das Wasser wäre. Bohrer einsetzen. Jetzt bin ich gespannt, was er dann harvestet. Water Excavation. Das ist ein Wasserbohrer. Ach, leck mich doch. Ich habe den Bohrer für Wasser hochgeschickt. Ey, was ist schief mit mir? Vergesst niemals eure Bohrer einzustellen, weil wenn man es vergisst, dann ist man am Arsch. So, wo kann ich denn Wasser bohren? Wasser wäre ja gar nicht so doof, weil dann könnten wir rein theoretisch Wasser zur Station schicken und hätten kein Wasserproblem mehr. Dann müssen wir nur noch Habitatsbereiche tun, wo sie Pflanzen anbauen und dann hat sich alles erledigt. So, das ist die Erzkarte. Wir hätten aber gerne Mineralien, Silikat, Urinit, Wasser. Was wette ich mit euch, dass da, wo wir jetzt sind, nichts ist?
So close. So close. Oh, come on, leck mich. Schaut euch das einzige 1,4 Liter Wasser drin gewesen. Ob ich da hinhoffern kann ohne Probleme? Wie viel habe ich noch? 1000. Es bringt sich ja auch nichts. Wir haben ja keinen Null-Wasser-Vorräte. Das Ding ist für Erz ausgelegt, nicht für Wasser. Also schön, dass ich Wasser anbauen kann, aber abbauen kann, aber was bringt's mir? Fuck. Das ist die, keine Ahnung, wie viel ist die Mission, die schief läuft. Den Bohrer können wir eigentlich vernichten, weil, hey, ich glaube, ich kann nicht die Bohrer austauschen an so einem Teil, oder? Wenn ja, bitte sag mir, wie. Da ist 5% Wasser, 5% Wasser, 3,8% Wasser, 0,51. Also wäre das sogar eine richtig, das ist eine richtig gute Quelle. Die müsste man anzapfen mit Bohrern und dann mit Transportern hoch und runter schicken. Aber dafür bräuchte man auch eine Bodenraffinerie und alles. Also eigentlich müsste man da, warte mal, wir können uns mal den Punkt genauer anschauen. So, der hat hier 3,8. Wo ich denn diese 5er-Stelle gehabt? Bin ich doof? Der hat doch eine 5er-Stelle gehabt. Oder war das? Wo war das? Ach so, hier. Okay. Erz ist ja so eine Sache, die wir sonst noch brauchen würden. Metal Ore und so Zeugs. Schau mal, Erz. Wie schaut da die Karte aus? Oder einfach die. Schauen wir mal hier, Klick. Und dann sehen wir hier. 4,7, also wird das ein ganz guter Krater eigentlich. So, ich glaube nicht, Metal Ore war wieder für den Mod 8,81. Geil, also mega geile Station für Bohrer. Uranite, haben wir überhaupt sowas hier? Auch 5, Uran! Ich kann hier Uran abbauen? Oh, das ist... Warum ist da ein Punkt? Seht ihr den Punkt auch? Aber hier habe ich 5% Uran. Okay. Seltene. Also eine ganz geile Stelle, würde ich sagen. Also als Wasser sollten wir uns die Stelle auf jeden Fall mal merken. Kann ich da irgendwie so einen Pfeil hinsetzen? Wegpunkt auswählen, sagen wir. Alle. Was habe ich jetzt deployed? Reh. Vorhanden. So. Set. Ja, wo ist er hin? Updaten. Das müsste doch eigentlich dann Dings sein, oder? Ne? So eine. Hey, wieso nicht? Set. Sitzen da zwei? Oder wie? Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es der Krater ist. Okay, das ist auf jeden Fall noch... Wir lassen ihn mal hier stehen. Wir fahren den Bohrer wieder ein, weil, hey... Wasser ist nicht vorhanden. Aber rein theoretisch könnten wir den sonst später zu der Stelle fliegen und dort dann, keine Ahnung, irgendwie verbinden mit einem Wassertank. I don't know. Und an den Wassertank bauen wir Erzbohrer und die transferieren sich gegenseitig die Ressourcen. Wäre keine doofe Idee vielleicht? Vielleicht, vielleicht. Aber okay, dann gehen wir mal zurück zur Weltraumzentrum. Und ich würde gerne mich an der SSTO probieren oder wenigstens an einem Flugzeug, das sehr, sehr hoch kommt. Ich habe nur noch keinen Plan, wie.
Meine, wir haben, glaube ich, Atomantriebe. Habe ich Atomantrieb schon freigeschaltet? Ich glaube schon. Bedeutet, wir könnten ein neues Transportsystem aufmachen. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst nicht, ein paar Folgen haben wir Folge 100 erreicht. Und dann kommt eine richtig geile Special-Folge. Also, ich hoffe, ich sehe euch spätestens bei der Folge 100 wieder. Also, bis dann. Ciao.